Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 15.12.2022 und unser DAX ist eingetaucht in seinen Pullback-Bereich, hat hier seinen äh, ja, Sprung von gestern vollzogen in die 400 365 rein das hat man gestern gesagt dass er da gegebenenfalls wenn er da reinstößt, stößt hier so knapp noch mal drunter und sich wieder hochzieht eigentlich ganz gute Karten hätte hochzuziehen sich wieder rauszudrehen ähm, weiterzukommen wir hätten gesagt dass es aber nicht direkt machen wird das würde komisch aussehen sondern dass er so einen Bogen machen würde in die Richtung her und man muss eigentlich sagen, dass er in dem Bogen jetzt so vom Ablauf her ziemlich gut drin ist. Das heißt, wenn es ihm zum Donnerstag auch wirklich gelingt, hier die 365 jetzt auf dem Stand letztendlich zu verteidigen, ähm, hätte er schon gute Möglichkeiten, oben wieder zurückzukommen und sich zurückzuschwingen. Muss aber auch sagen, das stellt sich schon ein bisschen kneten dämlich an. Also, wir haben schon die 400 kontaktiert, wir haben die 365 kontaktiert, wir haben die 365 zweimal kontaktiert. Also. Pff muss dann halt langsam mal wirklich aufdrehen, ja? Also vom, von dem, was er am Abend geliefert hat, auch hat wieder die Marken überlaufen, 4,45 nochmal überwunden. Das hat alles schon gereicht und er ist trotzdem nochmal nach unten Man muss ja langsam wirklich aufpassen, dass sich nicht das nicht das Genick bricht. Ich möchte jetzt allerdings zum Donnerstag nicht wirklich die Trommel auf der Unterseite rühren, weil ich kenne unseren Dax zu 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 eigentlich, also wir kennen ihn alle, was er gerne macht und ich sag mal das wird, das wird eine schwierige Kiste, in der hinterher wahrscheinlich gar keine Analyse passt, die man irgendwo hinmachen könnte, weil ähm, was man ganz häufig am Donnerstag sieht, wäre jetzt mal so als Beispiel gesprochen, runter auf 2,70, komplett wieder hoch und Tagesschluss bei 5,75. Also das wäre einfach vom Verlauf her ein typischer Donnerstag, es passt, man kann es überhaupt nicht übereinanderlegen mit irgendwelchen anderen Sachen hier, dass man sagt, ja, da das tief nochmal verteidigen oder so. Das wäre klassischer Donnerstag und deswegen tue ich mich schon ein bisschen schwer, ähm, euch ein bisschen konkreter, ich sag mal, unter 3,65 ins Shorten reinzulassen, das ist, der, der dreht sich so schön und häufig immer an Donnerstagen und sticht immer so schön in die Einrichtung Richtung an, zieht auf der anderen Seite durch, ähm, dass ich, wie, wie sollte man es denn dann werten? Er wird, mal als Beispiel, er macht das klassischen Donnerstag, geht runter auf 2,70, wie würde ich das jetzt werten? Wie sollte man es werten? An sich ist Bestätigung des äh, Fehlsignals auf der Oberseite. Wir unter erreichen wieder die Range-Unterkanten. Ähm, demzufolge müsste er eigentlich einen Rücklauf zurück und tiefer würde dann aber nicht machen, sondern hoch. Also das heißt, er wird hier wahrscheinlich einfach Analyse, technische Analysemittel zerlegen, um das zu machen, was er immer macht, und das ist äh, Privatanleger abzuzocken. Und von da bin ich zum Donnerstag sehr. Ich weiß nicht, wie ich das ein bisschen. Äh, auf technischer Ebene jetzt rechtfertigen soll, was er machen soll. Also grundsätzlich, wenn wir rein von technischen Methoden ausgehen, müssen wir sagen, er muss sich auf 365 hochdrehen, ähm, wieder hier drüber, über 480 und dann ist 14.600, 14.800 alles erreichbar. Ja, das wäre klassische Lesart, so wie es mir beigebracht wurde, so wie ich es auch in der Zertifizierung gelernt habe. Aber es ist halt DAX so. Und ja es wären, es würde mich nicht wundern, wenn wir das wirklich so kriegen, runter auf 270, 280, ähm, grüne Stundenkerze hier unten reingewuchtet und komplett wieder hochgedreht. Deswegen würde ich fast sagen, unter 365 darf man sich Stunden nach unten öffnen. Ich wäre, ich persönlich wäre mit Shorts dennoch vorsichtig, weil wir noch oben noch immer in einer Zone drin sind, in der der Dax einfach oft hin und her geworfen wurde. Das ist keine Zone, wo ich jetzt sagen würde, da muss ich jetzt schon unbedingt die großen Trades anstarten aber wir kommen auch in ein Zeitfenster, wo er sich langsam dann auch festigen dürfte. Das heißt, wir haben jetzt zum Donnerstag nochmal EZB, wir haben am Freitag den großen Verfall und dann ist nichts mehr für das restliche Jahr. Das heißt, das, was er jetzt hier festlegt, die nächsten 1-2 Tage, ist vermutlich dann die Bewegung, die bis Jahresende auch noch gehalten werden kann, bis Weihnachten gehalten werden kann, bis Jahresende gehalten werden kann. Ja, und deswegen bin ich persönlich eher so, dass ich sage, ich lasse ihn hier jetzt einfach erstmal sein Kino fertig machen und gucke mir dann über die nächsten Tage, dass man einfach nachspringt. Ja, also in kleinen Rückläufen und so weiter, immer mal versucht nachzuspringen. Wenn ich jetzt danach gehen würde, wie das hier aussieht, sieht es für mich aus, wie es hat er schon nach oben begonnen und hat jetzt hier seinen Rücklauf, seinen Pullback auf 403,65 gemacht. Das Ast rein, das passt. Ja und müsste jetzt hier wieder hoch. Aber er wird das sich sauber machen, weil es eben der DAX ist. Und nicht umsonst sitzen alle da und sagen immer, den DAX kann man nicht traden. Ähm, weil er immer wieder, ich sag mal, vom Lehrbuch abweicht. Aber er macht es halt schon auch mit System. Und das System wäre hier in dem konkreten Falle für einen Donnerstag runter in dem Bereich und dann 5, 75 Richtung Tagesschluss wieder nach oben gezerrt. Das Ganze. Kann man aber nur antraden, wenn wir hier unten grüne Stundenkerzen kriegen. Vorher, also Long, jetzt zu sagen, okay, Martin, dann gehe ich bis da runter Short und da unten Long, kann man grundsätzlich traden, aber man sollte auf jeden Fall mindestens eine signalgebende grüne Kerze hier unten abwarten. Grüne Stundenkerze wäre perfekt. Ja, dass man einfach ein Statement von ihm kriegt, wenn er wirklich hier runter geht oder beispielsweise sich auch von hier wieder hochstößt, Er muss irgendwie ein Statement setzen: ich will jetzt steigen. Solange das nicht passiert, hat er Übertreibungsmöglichkeiten nach unten, weil er ja den technischen Rücklauf auf die 403.65 nicht gehalten bekommt. Das heißt, sollte hier ein Worst-Case jetzt eintreten, resultierend aus dem Fehlausbruch und einem gescheiterten Pullback auf die Range, würde rein nach klassischer Chartanalyse jetzt ein Ausbruch unten anstehen Richtung 14.050. Ja, dass es einfach gehört habt im Hinterkopf, wie gesagt, es ist wahrscheinlich jetzt schwierig zu traden am Donnerstag, am Ende wird es aber gar nicht so schwierig sein, wenn man sich ein bisschen auf die Stunden orientiert, das klappt am, am Stundenchart orientiert, das klappt am Donnerstag und eigentlich ziemlich zuverlässig im DAX auch. Insbesondere gerade eben zu Verfallstagen, sagen immer viele, ja, wenn jetzt hier EZB kommt, kannst du auch nicht mit Charttechnik anfangen. Es passt immer wieder, ne? Auch hier uns, die, die Bewegung oben raus hat auch sehr stimmig gepasst. Er ne, ist über die 400 raus, hat die 400 von oben nochmal bestätigt und ab ging die Luzi. Bis 480, 55 und 36 Ast rein nach Lehrbuch, trotz eben ähm, Nachrichten, die. Äh, Eben Nachrichten-Trader als solche wahrscheinlich gar nicht so interpretiert hätten, wie der Markt das hierher gegeben hat. Ja, von daher nicht irgendwie aus dem Konzept bringen lassen, dass jetzt hier EZB ansteht. Ja, Dann einfach gucken. Also grundsätzlich unter 3,65 ist unser DAX anfällig weiter zu fallen. Fallen dürfte bis 3,15 und 2,70. Bricht der durch 2,70, sollte auch ein neues Tief unter 1,90 eingeplant werden. Das wird, dafür hatte die ganze Zone Platz hier. Ja, das kann eine 14130 wären, 14.180, 14.100, äh, 1450, das kann man nicht konkretisieren. Er wird sich in dem Bereich einfach einen Tiefpunkt dann aussuchen. Ähm, perfekt wäre 1530 rum. Ja, aber das muss. Das ist, ja, wir haben keine Glaskugel. <laughs> ne, das, das wäre ein typischer Ablauf, aber muss nicht 100% so kommen. In dem Bereich hier, runter, zack, hochdrehen. Und wieder hoch. Auch wenn es nur 270 wird, ist vollkommen okay. Aber er braucht dann die Stur grüne Stundenkerze in dem Bereich. Und wenn er sich damit aufgedreht bekommt, sollte man davon ausgehen, dass auf jeden Fall hier nochmal richtig was nach oben kommen kann. Und er einfach diesen Bogen hier bringt, den wir gestern gemacht haben. Kommt das nicht, runter, runter, runter. Und wir kriegen keine schönen Signale, geben grünen Kerzen. Er fällt einfach weiter und er konntet grüne Kerzen aus. Dann lasst ihn absinken bis 1450. Ist offen. Der Weg ist offen. Ja, wenn die 365 nach unten fällt und er unter 365 liegt. Ja, soweit klar. Also können wir festhalten, oberhalb von 400, 365 hat unser DAX deutlich Tendenzen nach oben. Ähm, bekommt Trendfortsetzungsvorteil, ja, sodass er sich gut und gerne oben raus bewegen kann, auch, auch gut Strecke machen kann. Ja, unter 400, 365 ist er gefährdet, weiter zu fallen. Ne, 315, 270, 180. 100, 1,30 hier und die 14,50. Kriegt er auf einer dieser Marken eine schöne fette Umkehr hin, grüne Stundenkerze, das wäre er auch sehr, 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 sehr anfällig, komplette Strecke dann wieder zurückzulaufen. Und damit kann man vielleicht versuchen, irgendwie jetzt am Donnerstag sich ein paar Punkte mit rauszuholen, auch wenn es bestimmt nicht sonderlich einfach wird. Deswegen vielleicht nicht unbedingt in den ganz kleinen Zeiteinheiten verharren. Ein bisschen höher angucken, dann sieht das immer ein bisschen griffiger aus. Gerade Donnerstag klappt das ganz gut. Also... Ich hoffe, er kommt trotzdem durch, ich weiß, ein bisschen eine, ähm, irreführende Marktlager. Ja, Also kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere wirklich genervt auch ist. Ja, rennt der Markt endlich mal los, dann kommt er wieder so weit zurück. Und ähm, mein, manche wollten ihn unten raus, manche wollten ihn oben raus. Frustriert alle, weil er kommt ja weder oben nach unten raus. Ja, und das ist nervig, weiß ich. Es, es, wir können es aber nicht ändern und wir können es auch nicht erzwingen. Ja, wir können ihm nicht sagen, er soll also sich jetzt besser bewegen. Macht das nicht. Wir müssen versuchen, das Beste aus dem zu machen, was wir hier präsentiert kriegen. Und deswegen würde ich sagen, 103,65, Risiko nach unten ein Plan, kriegen wir eine schöne Umkehr, lassen Laufen rein in die Trendfortsetzung. Ja, ich mache zu, wünsche euch viel Erfolg, hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss!